In diesem Video geht es um die Massage der Füße. Mein Name ist Elisabeth Prinz und ich bin Podologin. Und ich möchte euch in diesem Video meine Lieblingsgriffe und ein paar Tricks und Achtsamkeiten mit auf den Weg geben, die euch dabei helfen können, dass auch ihr bei der Massage entspannt und auch wie ihr es schafft, die Person, die ihr gern behandeln möchtet, zu einer schönen Entspannung zu führen. Zu Beginn ein paar Dinge, auf die ihr achten könnt. Für die Massage ist es gut, wenn es ringsrum etwas ruhiger wird. Damit alle Bescheid wissen, teilt es doch einfach den anderen nach außen mit. Damit es auch im Raum zur Ruhe kommt, achtet darauf, dass die Handys ausgeschaltet oder zumindest leise sind. Auch bei eurer Körperhaltung achtet doch darauf, dass ihr nicht zu weit vor oder nach hinten gebeugt seid. Das spürt ihr nämlich schon bald in eurem Rücken. Auch sollte um euch drumherum genügend Platz sein, damit ihr euch entspannt an die Füße setzen könnt. Eure Aufmerksamkeit sollte ganz auf die Füße und die Person gelenkt sein, die ihr behandelt, und nicht im Raum herumschweifen. Oder in einer unterhaltsamen Kommunikation lenkt eure Aufmerksamkeit lieber auf die Person, die ihr massiert, und deckt sie schön ein. Und achtet auch darauf, dass eure Ellenbeugen ungefähr im 90-Grad-Winkel angebeugt sind. Entscheidet selbst, ob ihr die Massage mit oder ohne Handschuhe durchführen möchtet. Ich bevorzuge die Massage mit Handschuhen. In diesem Fall verwende ich ein Basisöl und gebe nach Absprache mit der Person, die ich massiere, ein aromatisches Öl dazu. Ihr könnt natürlich auch eine Creme oder Schaum verwenden, achtet nur darauf, dass es nicht zu schnell in die Haut einzieht. Zu Beginn der Massage begleite ich die Person gern in die Entspannung, indem ich sage: einmal tief einatmen und beim Ausatmen ganz weich werden und in die Liege einsinken. Die Stirn ganz locker lassen und auch die Schultern und die Arme werden ganz weich. Der Bauch und die Beine sind ganz entspannt und locker. Mit der Effleurage beginne ich, Kontakt mit dem Körper aufzunehmen. Mein erster Druckpunkt liegt im mittleren Vorfußbereich. Mein Daumen sinkt ganz leicht in die Kuhle ein und geht mit Druck von distal nach proximal. Ich streife mit dem Daumen hin zum Ferse an den medialen Rand und mit leichtem Druck wieder zurück. Ich wiederhole jeden Griff 3 bis 5 Mal. Von der kleinen Zehe beginnend kreise ich um die Zehenkuppe, streife medial und lateral am Zeh entlang und gehe im Pinzettengriff zwischen den Knochen im Metatarsalbereich von distal nach proximal und wieder nach distal zurück. Auf diese Weise gehe ich vom kleinen bis zum großen Zeh und wiederhole jeden Griff 3 bis 5 Mal. Ich achte bei mir selber darauf, dass mein Körper etwas mitgeht. Auf diese Weise kann ich den Druck ganz individuell dosieren.
Ich packe den linken Fuß ein und führe die Massage am rechten Fuß weiter fort. Mit dem Knödelgriff lockere ich den Mittel- und Vorfußbereich. Die einzelnen Mittelfußknochen streife ich gegeneinander aus, sodass der Vorfußbereich richtig schön durchgelockert wird. Mit dem Daumen streiche ich Plantar im Vorfußbereich von lateral nach medial und mit leichtem Druck wieder zurück. Mit dem Daumen streiche ich den Mittelfuß von distal nach proximal und mit leichtem Druck wieder zurück. In kleinen kreisenden Bewegungen streiche ich lateral bis zum vorderen Mittelfuß und dann quer zum medialen Fußrand durch. Dabei wechsle ich auf den anderen Daumen. Den medialen Fußrand streiche ich aus und gehe mit Druck vom Daumen in kleinen Kreisen von distal bis nach proximal zur Ferse hin. Ich fühle den Knochen und kreise dann in Richtung Plantar über das Gewebe aus. Beim Hallux Valgus verzichte ich bewusst auf den Druck auf das Grundgelenk. Gleiches mache ich an der lateralen Seite. Das sieht man aber gleich beim anderen Fuß besser. In kreisenden Bewegungen gehe ich um das Sprunggelenk herum. Dieser Fuß wird nun warm eingepackt und ich widme mich dem linken Fuß. Auch hier begrüße ich den Fuß mit dem Knödelgriff und wiederhole die Griffe, die ich am rechten Fuß durchgeführt habe. Es gibt nur einen Unterschied zum linken Fuß, und zwar die Kreise im mittleren Fußbereich beginne ich diesmal medial und kreise nach lateral rüber, wechsle den Daumen, kreise nach proximal und rüber nach medial vor die Ferse. Thank you.
Am lateralen Fußrand beginne ich auch, erst mit dem Streichen und dann mit den Kreisungen am Fußrand, wobei ich den Druck leicht am Knochen fühle und dann den stärkeren Druck nach Planta weiterführe. Langsam zum Ende hin packe ich wieder beide Füße gleichzeitig aus. Am Sprunggelenk beginnend kreise ich mit leichtem Druck zum Knie hin. Ich fühle das Schienbein und gebe dann den Druck nach lateral ab in den Muskel, um ihn zu lockern. Greife unter die Sprunggelenke, ziehe die Beine etwas zu mir und wackle gleichmäßig und entspannt die Beine nach rechts und links. Mein Blick wandert zum Kopf der Person, die ich massiere, denn der Kopf wackelt entgegengerichtet mit. An der Fußsohle gehe ich noch einmal an den Punkt wie zu Beginn. Die einzelnen Zehen ziehe ich sanft zu mir und achte auf die Reaktion der Person, dass es im angenehmen Bereich zur Lockerung hilft. Zum Schluss lege ich beide Hände komplett auf die Fußsohlen. Komme selber zur Ruhe und beende die Massage. Meine Hände schüttle ich einmal kurz aus. Entweder kann die Person jetzt noch etwas nachruhen oder ich begleite sie in das Aufwachen. Dazu sage ich, bitte atmen Sie einmal tief ein und strecken sich. Geben die Hände über den Kopf und strecken sich von den Fingerspitzen bis zu den Fußspitzen. Und dieses Gefühl, das Sie jetzt bekommen haben, der Entspannung, das nehmen Sie mit nach Hause. Ich hoffe, das Video hat euch dazu animiert, Massagen durchzuführen. Solltet ihr aber Interesse daran haben, die Behandlung an Kunden oder Patienten durchzuführen, ist es absolut notwendig, an einer umfangreichen Schulung teilzunehmen. Denn es gibt auch verschiedene Faktoren, die gegen eine Massage sprechen. In diesem Sinne wünsche ich euch aber viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren der Griffe. Bis zum nächsten Video.